Es handelt sich um das Thema aus alt macht neu, wie man mit alter Hardware und Linux zu funktionierenden Systemen wiederkommt. Ja, das ist eine kurze Inhaltsübersicht, was wir so machen wollen. Und nun fangen wir mal an. Ja, viele von euch werden noch alte Hardware zu Hause haben, die meist noch gebrauchsfähig sind, aber eben nicht mehr so leistungsfähig, wie das so für ganz moderne Software üblich ist. Und das kann eigentlich immer noch gute Dienste leisten, so als Schreibmaschine oder fürs Büro zum Rechnen und ähnliches. Und ich denke, ich zeige euch mal, wie das ungefähr funktionieren könnte. So, was brauchen wir? Wir brauchen erstmal noch ein bisschen Software, wenn wir die altersschwache Hardware in Gang bringen wollen. Die ehemalige Software, die gibt es ja meist nicht mehr, beziehungsweise kann auch schlecht zum Laufen gebracht werden, weil dann irgendwelche Updates gelaufen sind, die dann auf der alten Hardware nicht mehr funktionieren. Und deshalb mache ich bei solchen Systemen ein ordentliches Debian Linux drauf. Das geht auf fast aller alten Hardware. Manchmal muss man ein bisschen tricksen, aber Alex hat heute früh gesagt, bis zum Pentium 1 läuft noch eigentlich alles. Und in 4 Jahren, dann sagt er, ist das ausgelaufen, dann läuft das Pentium 1 nicht mehr, aber die meisten werden vielleicht doch schon Pentium 2 Prozessoren haben. Die gesamten Softwarepakete beziehen sich eigentlich alles auf den Stäbelzweig von Debian. Ich verwende mit Absicht grundsätzlich den Stäbelzweig, weil bei der alten Hardware braucht man sich ja keine Mühe zu geben, nun top aktuelle Software zu nehmen, weil die alte Hardware ist ja auch schon so gebaut, wo eigentlich die Hardware, die jetzt stable ist, damals top aktuell war. In anderen Distributionen werden die Namen sehr ähnlich sein. Die probieren die Paketnamen sehr ähnlich zu halten, zumindest bei den einfachen, üblichen Softwarepaketen. So, also wir beginnen erstmal das Grundsystem drauf zu spielen. Bei älterer Hardware muss man da manchmal noch sich Mühe geben und mit Disketten starten und ähnlichen. Aber die meisten können schon wenigstens von CD booten. Und dann kann man sich ein einfaches Grundsystem aus dem Netz ziehen und kann das erstmal aufspielen. Dann läuft meist noch kein X. Aber wenn das Grundsystem erstmal läuft, dann hat der Rechner erstmal verloren. Und als nächstes probiert man dann von xorg-System drauf zu spielen. Also unter Debian heißt das der Paketname xorg, weil durch das x-System kann man doch einige Software, vor allem mehrere x-Terms starten. Und dann eben auch zur einfachen Benutzung von, würde ich einen einfachen Windows-Manager nehmen. Ich persönlich nehme den IceVM, der ist ziemlich ressourcenarm und fast komplett mit Tastatur zu bedienen. Es gibt aber auch noch viele andere. So, also wenn man dann an die Anwendung geht, die meisten Büros brauchen mal ein bisschen Tabellenkalkulation. Ich habe mich hier auf diese SC-Tabellenkalkulation gestürzt. Das ist das Spreadsheet-Calculator. Und das ist eine komplette Tabellenkalkulation, textbasiert, wird unter N-Kurses dargestellt und hat aber sehr großen Funktionsumfang. Damit ich das mal zeige. So, oder machen wir. Ich habe hier zum Beispiel mal eine alte Abrechnung von mir. Da sind meine ganzen Ausgaben. Und dann rechnet er immer gleich die Mehrwertsteuer ab und so weiter. Ordnet die in den entsprechenden Kostenstellen zu, weil ich hier vorne habe ich irgendwo die Kostenstelle da, die 93333 ist die entsprechende Kostenstelle. Dann gibt er mir gleich die entsprechenden Werte raus
Und es funktioniert eigentlich ziemlich perfekt. Und dann hat man die Zusammenstellung entsprechend nach den Kostenstellen. Und zum Jahresende ist es dann komplett. Das ist ohne viel Schnickschnack. Und hier unten ist sogar noch Privatfahrtenbuch. Das wird auch noch mit eingerechnet, um die Privatkilometer auszurechnen. Muss ja alles stimmen. Also das ist mal ein Beispiel für die Tabellenkalkulation. Und damit man mal sieht, das sind nicht einfach nur einfache Zellen. Hinter jeder Zelle steckt einmal den Inhalt, den man sieht. Dann eine Formel im Hintergrund, die steht hier oben in der Kopfzeile. Das ist also eine Summenformel, irgendwie durch 2 und sowas zu besich. Und man kann aber auf die Zelle auch noch eine Notiz schreiben und noch eine Zeichenkette. Also in einer Zelle können 4 Sachen stehen. Ist ein bisschen verwirrend, aber vernünftig ist es, wenn man das eben die Zelle dafür nimmt, für was sie gedacht ist. Und wenn man rechnet damit, dann stehen die entsprechenden Formeln da und die Werte werden angezeigt. Ein weiterer Vorteil von dem SC ist, dass das fast komplett wie die VI-Bedienung funktioniert. Wenn man sich einmal an den Editor gewöhnt hat, dann kommt man mit dem SC auch sehr gut zurecht, weil die Bedienung sehr ähnlich ist. Und das speichert in einem ziemlich platzsparenden Textformat ab. Also die Dateien sind dann verhältnismäßig klein. Es käme große Formatierung ringsrum mit Fettdruck und Ähnlichem, sondern das ist alles in einem einfachen Textformat abgespeichert. Kann man auch so lesen, wenn man mal wirklich kein SC zur Hand haben sollte. Man findet leider nur wenig Dokumentation in deutscher Sprache. Und weil ich das nicht gefunden habe, habe ich hier so ein bisschen selber geschrieben. So eine Kurzanleitung, wer das dann nachher haben will, kann hier vorne noch eins in Empfang nehmen. Dass man mal so kurz sieht, welche Taste für was zuständig ist. So, als nächstes brauchen wir ja immer mal einen Texteditor. Irgendwelche Texte müssen wir ja nochmal schreiben. Ich habe mich auf dem Vim verlegt, weil C ist ja auch ähnlich. Und der Vim ist eine Erweiterung des Standard VIs, also der Standard-Editor unter fast allen Unix-Systemen. Und wer das lernen will, besonders für die Anfänger, empfehle ich immer dieses Vim-GTK. Da ist noch ein X-Fenster ringsrum und da sind die ganzen Funktionen ein bisschen beschrieben. Und da kann man das sehr schön lernen. Ich kann das ja mal hier vorführen. Also so sieht dieser Vim-GTK aus. Und da hat man hier oben die ganzen Funktionen. Die hat man ja alle drin. Und da kann man das alles lernen. Und gleichzeitig stehen auch die Tastenkombinationen, die man im Vim verwenden muss, wenn man keine Fläche oben ringsrum hat. Ja, wie gesagt, das ist der Vim-GTK. Es gibt unter Linux auch noch sehr viele andere Editoren. Die gehen im Prinzip alle. Ich brauche den Vim hauptsächlich, um die LaTeX-Datei zu schreiben, was jetzt gleich als nächstes kommt. Um nicht einen komplizierten in Anführungsstrichen, ein speicherfressendes Programm zu haben, wie den OpenOffice bzw. LibreOffice, verwende ich grundsätzlich LaTeX-Textsatzprogramm. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn man nach einer Weile sich reingearbeitet hat, kann man damit eigentlich alles, was man so als Büroarbeiten braucht, schreiben und drucken. Und da gibt es jetzt gleich wieder ein Zusammenspiel zwischen der Tabellenkalkulation und dem Textsatzprogramm. Die Tabellenkalkulation hat nämlich ein Ausgabeformat für LaTeX und gibt gleichzeitig LaTeX-Tabellen raus, sodass die zwei eigentlich ganz gut zusammenarbeiten. LaTeX ist ja keine Textverarbeitung, hatte ich schon gesagt. Man sieht nicht gleich das, was man kriegt, aber das ganze Layout wird dem Buchdruck nachempfunden und man braucht sich um fast nichts zu kümmern. Man schreibt den Text und
Es werden dann noch ein paar Programmierungen oder Formatierungen ringsherum geschrieben. Und dann wird das übersetzt und in einem Betrachter schaut man sich dann an. Und dann wird es gedruckt. Funktioniert eigentlich ganz gut. Man hat ja meistens seine vorgefertigten Briefe oder eben auch Rechnungen und Ähnliches. Ich drucke alles damit, egal ob Rechnungen und die ganze Steuerabrechnung. Und es wird alles in LaTeX übersetzt und dann alles in LaTeX auch gedruckt. Und um das dann anzugucken, bietet sich der GV, der GhostView-Betrachter an. Da kann man PS und PDF angucken. Ich persönlich zu Hause arbeite eigentlich fast nur mit PS-Dateien, weil ich das PDF nicht unbedingt brauche. Aber PDF-Dateien kann man damit auch angucken. Und die meisten durften ihn schon mal gesehen haben. So sieht er aus. Ist nicht viel dazu. Man lädt dann irgendeine PDF-Datei rein. Ja, irgendwas ist es. Ach, das ist ein Beitrag, den ich in der Zeitung geschrieben habe. Über freie Software. Freibier für alle. Genau. Der hat hier oben hier alles drucken, beziehungsweise nur einzelne markierte Seiten drucken hier drüben. Und das geht eigentlich sehr gut. Wie gesagt, du kannst PDFs angucken, du kannst PS-Dateien angucken. Ist ein kleines X-Programm, ohne großen viel Schnickschnack. Und wenn du jetzt hier auf Drucken drückst, dann kommt dann hier dieser LPR und dann kannst du doch angeben, wenn du mehrere Seiten drucken willst und dann ist es erledigt. So, was haben wir denn noch? Eigentlich schon fast zum Schluss ist der Midnight Commander. Den braucht man eigentlich immer mal, wenn man irgendwo die Dateien hin und her schieben will. Der Midnight Commander ist ja dem Norton Commander nachempfunden, den vielleicht einige Ältere noch aus DOS-Zeiten kennen. Und der läuft in der Konsole wie unter X. Also man kann sich schon recht gut dran gewöhnen. Er hat sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Programme dort mit einzubinden. Verschiedene Betrachterprogramme, verschiedene, was weiß ich, FTP-Klienten und auch Samba und was weiß ich. Da kann man allerhand machen. Ist aber eine eigene Kategorie, da kann man sich allerhand reinfitzen. Man kann auch Videos angucken und sonst was. Man muss bloß die umliegenden Programme haben, die der Midnight Commander verwendet, um das anzugucken. Ansonsten ist das so das Übliche. Haben ja bestimmt schon viele gesehen. Also hier hat man diese zwei Fenster und kann dann entsprechend rüber und über. Mit der Einfügetaste kann man mehrere Dateien kennzeichnen und dann hier unten stehen die Funktionen, die man hat, kopieren, bearbeiten, verschieben und so weiter. Ja, dazu ist noch zu sagen, wer den erst installiert, empfehle ich immer lynxartige Bewegungen. Da hat man den Vorteil, dass man mit den Cursor-Tasten in den Verzeichnissen hier wechseln kann, ohne erst auf den Doppelpunkt zu gehen und um ins Verzeichnis zurückzukommen. Das geht dann ziemlich schnell. Das war erstmal das Wichtigste. Also ansonsten in Anwendung ein verhältnismäßig schlanken Eiswiesel, der geht schon noch, auch mit älteren Rechnern. Ansonsten hat der Axel ein paar Internetbrowser vorgestellt, die dann auf noch schlechteren Maschinen laufen. Wer sich an die Bildbearbeitung wagen will, das GIMP geht auch bei den alten Kisten, aber bitte keine Wunder erwarten, das dauert dann etwas länger. Weil bis er die Bildverarbeitung durch hat, dauert schon eine Weile. Ja, und dann, was ich immer noch empfehle, zur Paketverwaltung, die apt-sh. Und ansonsten gibt es noch vieles, vieles mehr, jeder nach seiner Fassung. Man sollte durchaus mal gucken, es gibt so einige Programme, die besonders auf der Konsole funktionieren, die durchaus sehr leistungsfähig sind. Und die auf fast allen alten Hardware noch ganz gut laufen. Und da muss man auch nicht viel Rücksicht nehmen, da kann man auch mal einen alten Macintosh nehmen oder sowas. Denn ein X-Term-Fenster kriegt man eigentlich überall auf. Ja, das war es eigentlich schon fast.
Ja, da könnt ihr eigentlich noch ein paar Fragen stellen. Was ist denn das für ein Präsentationsprogramm? Das ist das Textpräsentationsprogramm. Das haben mehrere geschrieben. Das beruht rein auf der Konsole. Also ich habe es hier im X-Turm laufen, aber beruht auf der Konsole. Und ich kann das auch ohne X aufführen. Was mich interessiert, wie bekommst du einen alten PC, der nicht von der CD bootet, noch an Start? Also die Antwort war jetzt für die Streamhörer, die Platte ausbauen und dann einen moderneren PC installieren und dann wieder zurücksetzen auf den alten PC. Ja. Aber aufpassen mit dem Group, wo man den hin installiert. Dann hier nicht auf den eigenen Rechner, sondern eben auf die Platte, die man... Okay, dann vielen Dank.